Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout New Vegas. Ja, wir befinden uns immer noch im Sierra Madre und ja, sind jetzt auf der Klinik auf der Suche nach dem nächsten Halsband. Und wir müssen jetzt erstmal in den Keller, um die Lautsprecher abzuschalten. Die sind nämlich geschützt und die können wir auch nicht kaputt schießen. Deswegen müssen wir einen anderen Weg finden und das tun wir gerade. Ich habe eine Werkbank gefunden. Und einen Cleaning-Eingangsterminal. Energiestatus-Terminal. Da bin ich ja mal gespannt. Energiestatus der Klinik. Autodocks aktiv, Sicherheitsprogramme aktiv, Nebensysteme, Klinik-Lautsprecher aktiv. Bitte informieren Sie sich. Informieren Sie das Klinikmanagement, bevor Sie den Generator zu Wartungszwecken abschalten. Ist keins mehr da? Ja, super. Ist keins mehr da, also bumm. Tschüss. So. Notfallversorgung. Guck mal, die sind sogar noch. Holo-Programme sind immer noch aktiv. Ja, super. Aber die Lautsprecher nicht mehr. Heißt, alles funktioniert noch. Gott sei Dank. So, was können die denn jetzt? Immer noch das Gleiche. Immer noch genau das Gleiche. Bin ein Roboter. Die Terminals funktionieren natürlich auch noch. Ey, wenn ich mal so einen geilen Computer hätte, der nicht sofort bei jeder Stromschwankung sich abschalten würde, wäre das so hammergeil. Also habe ich zwar, ist quasi ein Laptop, aber. Trotz allem, wenn da mal der Strom weg ist, ist Sense. Jetzt habe ich einen Wunderkleber eingesammelt. Finde ich gut. Ein Wunderkleber, wer weiß, wozu die gut sind. Da steht ein Autodock, da komme ich aber nicht hin. Altes Metall, Generator, ja, das ist schön. Schlecht funktionierender Autodock, da ist bestimmt jemand drin, sage ich doch. Hat hier eine Glatze. Du Scheiße, was ist mit dir passiert? Die Frau vor Ihnen wirkt so kurz, dass ich nicht lange genug lesen konnte. Sieht aus, als hätte man Ihnen eine Straßenkarte ins Gesicht geschnitzt. Sie schaut sie an und blinzelt wieder und öffnet den Mund, aber bleibt stumm. Sie berührt ihre Kehle und fährt mit den Fingern über die Narbe, unter ihrem Kinn. Ach, boah, so schnell kann ich doch gar nicht lesen. Hat jemand etwas mit ihren Stimmbändern angestellt? Sie wirkt erschüttert. Als sie den Autodoc anschaut, weicht sie zurück und öffnet wieder ihren Mund. Sie schaut bei Fäusten, kneipt die Augen zusammen. Ach, ich bin doch gar nicht so schnell beim Vorlesen. Was soll denn das? Das ist nicht, wonach es aussieht. Die Frau öffnet den Mund, zuckt zusammen, zieht langsam die Finger über die Kehle. Sie wirkt nun eher wütend als irgendwas. Stirnrunzelnd berühmt sie Kehle. Sanft legt sie Hand, Halsband und meinte verwirrend weiter, ihre Augen zu schlitzen. Halsband entlang. Also ihr könnt das ja selber durchlesen, wenn ihr wollt. Also ich bin nicht so leider nicht so schnell im Vorlesen. Es tut mir herzlich leid. Das ist ein Sprengstoffhalsband. Wenn sie daran herumspielen, explodiert es. Sie sieht überrascht aus. Dann bemerkt sie, dass ihr Halsband und hebt die Augenbraue. Sagen wir stecken beide damit drin. Wenn ihr Halsband hochgeht, geht auch meins hoch. Es ist besser, wenn wir uns gegenseitig helfen. Gemeinsam können wir es hier rausschaffen. Ich will Ihnen nicht sagen, was Sie zu tun haben, aber Ihr Leben hängt in meinem.
Sie suchen nach etwas anderem. Schön, kann ich Ihnen helfen? Okay, kommen Sie mit. Okay, sie geht zum Brunnen. Das ist ja sehr, 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 sehr ermutigend. Es ist ein verfallener Lautsprecher. Wenn wir uns in der Nähe befinden, aufhalten, wird er explodieren. Okay. Sie können die Frequenz über die Lautsprecher aktiviert werden, irgendwie stören. Okay, Sie können das Signal irgendwie schwächen. Okay. Funktioniert das mit jedem anderen Halsband? Es ist nur Ihre Frequenz. Großartig, wie romantisch. Haben wir jetzt gemacht? Habe ich jetzt den Pitbull abgegeben oder was? Hä? Ich bin verwirrt. Habe ich nicht so ganz verstanden jetzt. Ich glaube, wenn ich bei ihr in der Nähe bin, kann ich mit meinem Pit mal ihr Signal stören oder irgendwie sowas. Glaube ich. Sicher bin ich mir nicht. Oh. Schnuckelig. Angeblich sollen ja nur bewusstlos sein, die Jungs. Angeblich. So, wir haben also den nächsten. Oh, da steht auch schon der zweite. Fuck off. Stirb, du Drecksack. Okay, das bewusstlos, das glaube ich sogar. Na, mit verkrüppeltem Kopf weiß ich nicht, ob das schwierig ist, aufzustehen. Eigentlich schon. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ich glaube nicht. I don't think so.
So. Wie geht eine Treppe nach oben? Eine Kaffeetasse. Ob ich von hier aus auch zum... Ich glaube zwar nicht, ne? Nee, glaube ich nicht. Quatsch, das macht ja keinen Sinn. Das war ja wie Flucht. Nee, ich habe gerade überlegt, ob ich von hier aus auch... Himmel, Karo 6, Sierra Madre, okay. Ob ich von hier aus auch zum... Na, hier bin ich. Faden verloren. Ich bin momentan nicht verlieren, dauernd mein Faden. Ob ich von hier aus auch zum Dingens komme, zum Big Mountain. Das war meine Frage. Genau, hier bin ich lang gegangen. Da standen dann die beiden Yogis unten und da oben komme ich zum Dach. Ne, also hier war ich schon. Ach, das wäre ja wie Flucht. Außerdem habe ich das Gerät, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Das könnte natürlich auch zum Problem sein. Ich könnte hier mal nachgucken. Waffe ist das, ne? Gegenstand. Waffe. Ein Zünder habe ich noch. Hologewehr, automatisches Gewehr. Doch, habe ich noch. Mal neugierig. Ne, funktioniert von hier nicht. Funktioniert von hier aus nicht. Klinik. Giftshop. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Giftshop. Ich glaube, da bin ich sogar reingegangen, ne? So, jetzt müssen wir zum nächsten Punkt. Zu unserem nächsten. Hey, jetzt bin ich wieder in der Klinik. Ich bin verwirrt. Ich bin total verwirrt. So, gehen wir mal weiter. Hier langt man sich nämlich. Tada. Ja, es ist so schön. Wer sucht, der findet. Town Square. Es gibt nur diesen einen Weg momentan. Explore ist durchgestrichen, warum auch immer. Wo ist Meister? Ist er weggegangen? Ja, wo bist denn du? Er wird gleich eh wieder wach. Immer Doc anschreien. Anschreien, weil Doc hungrig. Kann nicht Ja, aufhören. Doc, wo bist du denn? Doc, wo bist du denn? Muss ich diesen ollen Supermutanten auch noch finden? Doc? Ach, da bist du. Wie wär's, wenn du mal mitkommst? Da kommt mit. Habe ich dich auf Warten gestellt oder was? Verlassen. So. Dann komm, Doc. Doc. Ja, fein. Bauch knurrt. Ja, du kannst dich gleich an den nächsten Geistern auslassen. Ich überlasse dir den Vortritt. Alles wird gut. Wie Doc im Westen gejagt hat. Für Lou. Wo muss ich denn jetzt hin? Gucken wir mal. Daten. Aufgaben. Halsband 14 finden. Residential District. Wo ist der denn?
Da. Hoffe, die Stimme kommt nicht zurück. Gemein. Böse. Guck mal, da steht die. Steht das Mädel. Hier wird's. Achso. Kann ich das damit ausmachen? Achso, das ist mit Vater Eliad sprechen. Nee, gerade keinen Bock. Gerade keine Lust drauf. Ich kann diesen Verkaufsstock hier nutzen. Was habe ich denn eigentlich? Eine Magnum, ne? Freizeitler, Frühlingsoutfit. Hut, cool, da kann ich. Sachen zurückgeben. Gar nicht mal so schlecht. Was habe ich denn für eine Waffe? Habe ich eine Magnum? Ne, steht da nicht. Ich dachte, da steht da rein zufälligerweise. Gegenstände, Waffen. Magnum. Aber ich habe 104 Schuss. Das muss erstmal reichen. Jetzt mit ihr. Bleibt die da jetzt? Oder kommt die jetzt mit? Ich will die nicht beklauen. Diese Narben im Gesicht stammen nicht von dem Autodoc. Die Narben an ihrem Hals allerdings schon. Mhm. Was? Auf mich? Ich kann ihre Stimme nicht herstellen. Dazu brauchen wir einen echten Autodoc. Wieso haben sie sich kahl rasiert? Wie bitte? Das war nicht der Autodoc? Okay. Nein, warte, sie, das will ich jetzt wissen. Sie waren doch vorher, sie waren schon vorher so? Ach, sie waren Gelehrter der stillen Bruderschaft? Wie zum Teufel sind sie hierher gekommen? Sie haben Forschung durchgeführt. Sie haben jemanden gesucht. Ein Roboter? Ein wütendbärtiger Mann? Sie waren auf der Suche nach einem Mann in der Vault. Sie waren. Elia, der Mann auf dem Pitboy-Holoband. Jemand Kluges. Kreis im Ohr. Und Wahnsinnigen. Hört sich an, als ob ihnen ganz schön wichtig ist, diese Person zu finden. Okay. Er hat sie von jemandem getrennt. Familie, Ehemann. Freund. Ihre Frau. Oh, Freundin.
Sie waren mehr als Freundin, Liebhaber? Sie glauben, ich verstehe nichts von Liebe? Dann verstehen Sie, ich verstehe, wie wichtig es sein kann, jemanden zu haben, den man liebt. Okay, naja, reden wir beim nächsten Mal mal weiter. Lustigerweise ist nämlich schon die Folge vorbei. Man glaubt es kaum. Das ging jetzt auch ratzfatz, so schnell konnte ich selber gar nicht gucken. Naja, wie dem auch sei, dann geht es beim nächsten Mal weiter und sage Tschüss, bis zum Immer Doc nächsten. anschreien, anschreien, weil Doc hungrig, kann nicht aufhören, brauche immer mehr. Doc, halt's Maul. Auf Wiedersehen.